Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zu einem weiteren Tag hier Miss Survival in einer neuen Version. Es gab wieder einen kleinen Patch 0.1.5. Da wurden wieder ein paar Kleinigkeiten gefixt. Der Entwickler hat sich zudem geäußert zum Thema Loot Spawning. Also er arbeitet an einem dynamischen Loot Spawning System. Momentan ist es ja noch sehr, ja, sehr statisch. Aber das wird noch ein bisschen dauern, hat er gemeint. Er sagt jetzt auch, es gab so viel Input im Steam-Forum beziehungsweise auch per Mail, dass er jetzt erst einmal weitere Content-Updates in die Warteschlange hat stecken müssen. Er konzentriert sich jetzt erstmal primär auf Bugfixing und ist, denke ich, der richtige Ansatz, denn es bringt ja nichts, wenn immer neuer Inhalt ins Spiel kommt und der halt nicht richtig funktioniert. Also von dem her ein in meinen Augen sehr logischer und auch guter Schritt, diesen Ansatz zu verfolgen, aber er zeigt sich als sehr emsig und fleißig und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hätte auch nicht gedacht, dass dieses Spiel ja so einschlägt am Anfang. Ne? Aber gut, ist ja positiv, ne? Also er ist offenbar sehr motiviert. Ja, vielen Dank natürlich auch an euch für die ganzen Kommentare und natürlich auch für das Verständnis, dass es jetzt am Montag keine Folge gegeben hat. Zu Mist Survival, ich habe es ja schon angesprochen. Ich habe gerade momentan ein bisschen Stress am Start, ne? Und das Real Life ist bei mir immer etwas eher priorisiert als der YouTube-Kanal, der ja nur nebenzu als Hobby läuft. So, es gab den Hinweis von der Petra Ware, glaube ich, du könntest mal so einen kleinen Zaun um dein Lager ziehen. Ja, man kann einen Zaun bauen. Jetzt ist bloß die Frage, wo. Das habe ich schon mal irgendwo gefunden. Da kann ich mich hier, genau, kann ich mich daran erinnern. Hier eine Wall. Da brauchen wir jede Menge Nägel für. Es gibt auch ein großes Gate, das man bauen kann. Da weiß ich jetzt nicht, ob man dieses Gate abschließen kann. Vielleicht hat es das in der Zwischenzeit in die Kommentare geschrieben. Aber man sieht, man braucht hier jede Menge Zeug und Ressourcen. Also das wird richtig teuer, dieses Zeug herzustellen. Klar, ich meine, es darf keine Ausrede sein, ne? Man sollte sich dennoch bemühen, aber das klingelt mal ordentlich, wenn ich mir das so anschaue. Allein die Nägel. Ne? Wenn man sich mal überlegt, was denn die Nägel kosten in der Herstellung. So, Moment, noch ein bisschen Gedöns ums Haus rum einsammeln. Blaubeeren, jawohl. So, mal gucken, ob der Freund Bär vielleicht in der Zwischenzeit da ist. Ich sehe nichts. Nee. Der Meister Bär hat es nicht geschafft. Gut, ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn ich ehrlich bin, gell? Auf der anderen Seite könnten wir dann unseren neuen Grillrost mal ausprobieren, den wir uns gegönnt haben in der letzten Folge. Das wäre mal interessant. Aber ich denke, das wird kein großes Hexenwerk von der Bedienung her sein. So, gut, dann Waffe steckt mal weg. Wir schauen uns mal die Nägel an. Also wir brauchen Metal Scrap, 16 Stück. Nägel gibt es und ein Komponent. Ja, das so viel haben wir wahrscheinlich gar nicht. Oh, wobei, Komponenten haben wir. Ja, dann können wir das sogar machen. Ja, dann machen wir das doch. Gesagt, getan, los, auf geht's. Nägel herstellen. So, 1, 2, 3, 4. Eine Stunde, okay. Na gut, machen wir mal 40 Minuten, ne? Machen wir mal 40 Minuten. Jetzt wird es auch noch dunkel. Na klar. Logisch. Ach ja, mir fällt ein, wir waren irgendwie müde oder so. Oh ja, wir sind mehr als müde. Wir sind richtig dicke müde. Dann würde ich sagen, lass uns kurz was essen. Lassen wir uns noch einen Schokoriegel reinpfeifen. Und dann haben wir uns mal eine Runde aufs Ohr. Auch wenn ich gerade so ein bisschen überlege, macht es Sinn. Ja gut, aber irgendwann müssen wir pennen. Dann lieber jetzt, als wenn es ganz dunkel ist. Das hieß auch, reparier doch mal die Teile hier. Ich glaube, die kann man gar nicht weiter reparieren. Kann man gar nicht weiter aufwerten. Es steht hier 100%. Also ich glaube nicht, dass man hier das Ding noch mehr verbarrikadieren kann. Wir können es mal ausprobieren, aber ich denke nicht, dass es funktioniert. Was brauchen wir? Den Hammer brauchen wir. Den haben wir hier irgendwo rumliegen. Oh Gott, natürlich in der letzten, ne? In der letzten ist es so, die Pistole tun wir mal weg, das knallen wir da rein. So, dann brauchen wir kurz das Teil hier, weil wir müssen Brettle herstellen, also zack. Na klar, dauert wieder hier. Stopp, brechen wir ab. Genau, man muss ja nicht alles herstellen, man kann ja abbrechen, es gibt ja zum Glück einen Cancel-Button. So, und jetzt könnte ich hier
Nö, geht nicht, ne? Das heißt, Durability ist wrong. Ich kann hier nichts machen, Leute. Es geht nicht. Ich kann es nicht weiter verbarrikadieren, wie schon vermutet. Jetzt wäre der Beweis erbracht. Das ist schön. Schön, dass man mir auch was glaubt. So, raus mit dem ganzen Holz. Ja, und dann Waffe raus. Macht's Wasser. Sieht gut aus, ne? Das brennt nach wie vor. Vor sich hin, dann würde ich sagen, wir pennen eine Runde. Ja. So, wir pennen mal 3 Stunden, ne? Weil das ist echt hässlich. Warum dauert das jetzt so? Passiert ja gar nichts. Nanu? Was ist jetzt los? Was war denn das jetzt? Es waren doch keine 3 Stunden. Oh oh. Hört ihr was? Scheiße, ich höre was. Spiel speichert, sehr lustig. Sind doch. Das sind Geräusche, definitiv. Oh, ich, oh. Leute, jetzt macht mich nicht verrückt. Das Nebel? Nee, doch. Oh, 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 oh. Warum hat der abgebrochen? Habt ihr das gehört? Das war schon hier im Spiel, oder? Das war jetzt nicht draußen bei mir vor der Tür. Nee, das war hier im Spiel. Ach komm, das Spiel verarscht uns doch. Das ist doch jetzt nur Ambient Sound, oder? Da ist doch niemand. Oh Gott. Hallo? Das ist wie im schlechten Horrorfilm, gell? Das Dümmste, was man machen kann. Einfach mal so, hallo? Ist da jemand? Na klar, weil das wird ja auch jeder antworten. Ja, hallo, hier ist jemand. Ich bring dich gleich um. Dümmste, was man machen kann. Sieht aber auch nichts. Ich glaube, es wäre jetzt auch nicht clever, das Licht anzumachen, Leute. Nee. Okay, dieses Spiel verarscht uns, weißt du was? Nee. Penne ich nochmal hier. Alles klar, jetzt auch nochmal eine Stunde schlafen. Jetzt geht's, komisch. Jetzt erholt er sich, also warum der vorhin abgebrochen hat. Vielleicht war es ihm zu unbequem. Legt man sich einen Meter weiter rechts, dann geht's, oder was? Was Albernes. Ja, aber ich sehe nichts. Nee. Kann noch kurz aus dem Fenster gucken. Ob da einer rumschleicht? Nö. Okay, also dann komm. Pennen. Ich würde sagen, mal gemütliche 8 Stunden. Das Spiel macht mich völlig verrückt. Völlig paranoid, aber echt, ja, alles gut. Wir haben die Nacht überlebt. Ja, der Freund Kuckuck ist auch schon auf, okay. Also, sorry für diesen Paranoia-Anfall, hätte ich bald gesagt, aber. Ne, das ist schon ein bisschen merkwürdig. So, okay, also. Wasser kommt hier rein. Da trinken wir erstmal was. Gott, also wir haben Nägel. Die haben wir hier im Inventar. Genau, was brauchen wir noch? Ich habe es wieder vergessen für die blöde Wall. Holz, jede Menge Holz und Bretter. Okay, das ist heftig. Kann ich hier auch Bretter herstellen vielleicht? Geht es schneller? Nein, geht nicht.
Okay. Na dann, also. Ich sollte. Oh ja, Ordnung, ich weiß, Leute. Ich weiß, ich bin. Ja, ich. Wenn ich jetzt eine Ausrede. Oh, ich bin nicht dazugekommen. Ich war einfach zu faul. Ganz ehrlich. Ich bin ehrlich, ich war zu faul. So, jetzt ist es raus. Genau. Jetzt wissen es alle, Haubi war zu faul. Okay. Dann schmeiß jetzt den Dreck da auf den Boden. Ganz ehrlich. Der blöde Brokkoli hier, ne? Also bitte. So, Hammer, bleib da, das fliegt raus. Fliegt raus. Komm mit. So. Dann brauchen wir die Axt. Genau, wir gehen jetzt Bäumchen kloppen. So, sollen wir zuerst noch kurz nach dem Bär schauen? Ob der hier wieder ist? Der Petsy-Bär? Okay, ich glaube, die Shotgun brauchen wir nicht. Die Schrotflinte. Kommt jetzt Nebel? Echt ernsthaft? Willst du mich verarschen spielen? Nee, jetzt kein Nebel, bitte. Jetzt kein Nebel, nee. Spiel speichert. Ich werde immer nervös, wenn das Spiel speichert. Was will man mir damit sagen? Okay, pass auf. Pfeif drauf, was das Spiel macht. Wir kloppen jetzt den Baum. Wenn wir ihn treffen, genau. Alleine ist halt echt übel, ne? Wenn du jetzt da irgendwie so KI-Unterstützung hättest, ne? Bäumchen kloppen. Aber gibt's nicht. Es gab ja auch die Frage, ja, das hat das Ding eigentlich einen Multiplayer, dieses Spiel? Nein, Leute. Singleplayer. Hat den Vorteil, man wird nicht sinnlos weggebratzelt, wie in anderen Survival-Spielen, ne? Wird dann weggekämmt oder von ein paar Cheatern geärgert. Gibt's ja genügend Beispiele, ne? Leute, die diese Spiele kaputt machen. Mit Cheats und Hacks und ja, übler Art von Gameplay. Hauptsache, man hat die anderen geärgert. Sowas brauchen wir nicht. Und den? Bleibt der stehen, oder? Ne, mach ich auch weg. Okay. Was ich aber gelesen habe, der Entwickler behält sich vor, hier eventuell einen Multiplayer nachzureichen. Ich meine, dass sowas funktioniert, hat man ja zum Beispiel in Subsistence gesehen, ne? Subsistence ist ja auch im Ursprung ein Singleplayer gewesen und ein Co-op wurde dann nachgereicht. So, klopp, klopp, genau, geht natürlich voll auf die Stamina, ist ja logisch. Ich bin mal gespannt, wie groß diese Wände dann sind. Kein Bär da, gell? Ne, kein Bär. Gut. So, klopp. Okay. Mache raus, gell? Traue niemand. Ja, ja, ja. Den ganzen Scheiß hier einsammeln. So, zack, 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 zack. So, ja, jetzt sind wir voll. Voll wie ein Eimer. Was aber eine geile Stimmung, oder? Hier. Sieht richtig hübsch aus. Sollte man fast einmal ein hübsches Screenshot machen, ne? Einfach so, wenn wir es können, genau. So, den hat er jetzt nicht aufgesammelt, weshalb auch immer. Wahrscheinlich wieder, weil er voll ist. Also, ne, Inventar voll und so. Gut, also Holz ist da. Schmeißen wir das ganze Holz raus. Alles auf den Boden schmeißen. Zack, zack, zack. Schwupp, schwupp. Ich weiß, ist jetzt wieder Farming. Farming ist langweilig, Haubi. Ja. Oh Gott, Hilfe. Ein Wunder, dass er überhaupt noch in die Hütte reinkommt. Vor lauter Holz. Ja, aber es gehört halt dazu, ne? Wenn du hier kein Farming machst, dann kannst du auch nichts bauen und kommst zu nichts und. Naja. So. Alles klar. Die Axt, wie cool. Oh, die Axt hat schon ziemlich an Zustand verloren. Da kam ja auch ein anderer Tipp von euch. Du lässt immer das Werkzeug liegen, weil du sagst, du hast ja schon eins. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nicht clever. Nicht nur eigentlich, sondern das ist nicht clever. Denn, wie man sieht, so ein Werkzeug nützt sich ja ab. Also würde sich dann natürlich in Folge auch anbieten, wenn man Werkzeug findet,
ist es dann gleich mitzunehmen für den Fall, dass halt das eigene Werkzeug, was benutzt wird, irgendwann mal den Geist aufgibt. Wobei ich auch meine, dass man Werkzeug reparieren kann. Ich meine, ich habe das irgendwo gelesen. Ich glaube, an der Schmiede oder so kann man das. Wir können mal nachschauen. Es müsste ja im Tooltip stehen. Es müsste da stehen. Können wir uns mal, Gott, wenn wir hier in unserem Holzschuppen mal sind hier, ne? So, pass auf. Das kann man doch hier irgendwo. Irgendwo war die Schmiede. Hier, Blacksmith. Used making weapons metal. Also used for repairing weapons and tools. Okay, also das funktioniert. Oder es sollte funktionieren. Aber macht keinen Sinn, eine Schmiede zu bauen, weil wir wissen, da unten am See ist eine. Okay. So, jetzt sammeln wir den ganzen Scheiß hier mal auf. Zack, zack. Okay, wir schauen nochmal. Die Wand. Okay, wir brauchen noch Holzplanken. Moment. Hämmerchen kommt da hin. Halt, die Säge habe ich jetzt wieder woanders hingelegt. Ja, ja, ja. Aber halt, ich habe doch Rinde da. Oh Gott, ich glaube, ich muss doch sortieren. Ich komme nicht drumrum. Ich glaube, ich muss sortieren. Wo habe ich die Rinde hingeschmissen? Da. Genau, Äste. Schmeiße ich auf den Boden jetzt, zack. Der da kommt dahin, das schmeißt auf den Boden. Da ist dieses Werkzeug, das ist schön. So, dann zack, zack, sammeln, sammeln. Ja, ja. Okay, also Wood. Wird gleich mal 2 Stunden lang gebastelt. Jetzt kommt der Nebel, oder? Nee, okay, sah nur kurz so aus. Ja, jetzt bräuchte man dann langsam was zu essen. Richtig. Wäre nicht allzu schlecht. Okay. Aber ich sehe den Bär nicht. Da drüben ist er. Da ist der Petsy-Bär. Okay, gut. Sollen wir den sonst holen? Habe ich Platz? Nein, natürlich nicht. Oh, Holz hier, Holz da, verdammt. Schmeiß das Holz weg, zack, zack, schwupp, schwupp, schwupp. Wir gehen jetzt den Bären töten. Du bist ein Bärentöter. Naja, so ähnlich. Aua. Hat man da leichte Panik in seiner Handlung verspürt? Nein. Natürlich nicht. Na, vielleicht geringfügig. So, okay. Butcher, so. Genau, man klickt quasi das Teil an. Hier, hier oder hier. Und dann muss man hier das Werkzeug auswählen. Oh. Was kriege ich jetzt hier? Keine Ahnung. Ich drücke da mal drauf. Da ist wahrscheinlich das Messer das Beste. Genau, ich hätte gern ein bisschen Fleisch. Dauert 1/2 Stunde? Echt? Ja, mach mal. Ja, komm. Zack. Gib mir Fleisch. Okay, ne, das hat auch eine gewisse. Das hat eine gewisse. Eine gewisse Frische, wollte ich sagen. So. Okay. Feuerchen. Fleisch draufschmeißen auf den Grill. Läuft. Oh, Holz natürlich. Was sonst? Brennholz? Wo ist mein Brennholz? Habe ich das Brennholz? Das habe ich doch hier irgendwo hingeschmissen. Ich weiß es doch. Nein. 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 Ah, Leute, wo habe ich das Brennholz? Gut, dann mache ich mir schnell eins. Ah, Leute. Eins reicht, so. Okay. Was, wie zwei? Wieso zwei? Eins wollte ich doch. Ach, wobei, ist gerade wurscht. Ich verballer einen. Der, schaut mal hier, der erfüllt es automatisch auf. Ne, da kann ich abbrechen, wie ich lustig bin. Das interessiert ihn überhaupt nicht. So, Ignite. Ich hoffe, eine 1/2 Stunde reicht. Ne? Wollen wir gleich sehen. So. Dann röstet er schon mal vor sich hin. In der Zwischenzeit würde ich sagen, liegt der Bär noch da? Ja, der liegt noch da. Das war, glaube ich, gar nicht schlecht. Vielleicht sollte man nochmal. Animal Fett. Haut, Haut ist wichtig. Oh, schau mal, wie lange das dauert. Drei Units, 4,5 Kilo. Ja, komm, mach hin. 3 Stunden, halt 3 Stunden jetzt. Bitte kein Nebel. Bitte jetzt kein Nebel. Boah, okay. Das wäre es jetzt noch, gell? Du hängst hier 3 Stunden drin und dann plötzlich zieht der Nebel auf. Alles klar. Okay.
So, Fleisch scheint fertig zu sein, tatsächlich. Ja, war jetzt natürlich doof, gell. Na gut, das hebe ich mir auf. Ja. So, pfeifen wir uns das Ding mal rein. Oh, das hat richtig was gebracht. Sehr schön. Da kann ich noch ein bisschen was. Moment, das Fleisch. Kann ich jetzt noch hier was aus meiner Bottle zwitschern? Oh, die Kartoffel wird schlecht. Ja, schau mal. Wenn die Kartoffel schlecht wird, dann schmeiße ich sie gleich weg. So. Okay. Mal mit dem anderen Gedöns. Deine schmeiße ich auf den Boden. Da schmeiße ich jetzt das Zeug rein. Wupp, da eine Flasche fliegt raus. Brauchen wir auch nicht. Okay. Dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste erstmal. Hunger, Durst ist wieder in Ordnung. So, dann machen wir weiter mit unserem lustigen Plan. Holzbretter, ne? Haben wir gebraucht. Ja, ja. Also mach mal. Okay, jetzt haben wir jede Menge Holzbretter. Das sollte hoffentlich jetzt erstmal reichen. Müssen wir das Holz von draußen, was wir auf den Boden geschmissen haben, noch holen? Was ist das? Blaubeere oder was? Ja, tatsächlich. Wurde eingesteckt. Okay. So, hier mit dem ganzen Holz. Zack, 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 zack. Gut, dann essen wir die Blaubeere noch. Ja, dann ist die auch weg. Wieder ein Slot frei. So, Holz her damit. Okay, jetzt bitte sag mir, dass wir die blöde Wand bauen können. Jawohl, Gott sei Dank. Keine Leiter. Mit Leiter. Nee, ohne. Wooden Wall A, Wooden Wall B. Wo ist der Unterschied? Keine Ahnung. Sieht halt anders aus. Ah ja, hier mit Leiter. Kostet mehr Nägel. Kostet mehr Bretter. Gleich viel Holz. Ja, würde ich sagen, macht eigentlich mit Leiter mehr Sinn, oder? Ganz ehrlich. So, wie sieht denn das Ding aus? Hier ist die Leiter. Hm? Wie groß machen wir das Kind? Das ist echt riesig, oder? Irgendwie schon. Machen wir es so. Ja. Dann haben wir hier den Hinterausgang. Können wir da gleich hochgehen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Machen wir so. Zack. Ja. Wenn dann kommt man hier aus dem Haus und ist dann gleich mal hier schwupp oben und kann dann auf alles schießen, was sich bewegt oder naja, so ähnlich. Okay, dann mach mal. Glopp, glopp, glopp. Mein Gott, das kostet Zeit. Wir haben jetzt ein kleines Gerüst gebaut. Der ganze Tag ist im Eimer. Unglaublich, oder? Der ganze Tag ist im Eimer. Jetzt ist die Sonne schon wieder weg. Na, super, klasse. So, kann man da hochgehen? Ja, klar, geht. Schau mal. Schwupp. Da sind wir da oben. Kann man sich hier zur Not verschanzen. Genau, schauen. Die bösen Burschen kommen und dann bam, bam. Naja. Wobei, hier sehe ich eigentlich nur Baum. Also heißt, die Bäume hier müssen auch weg. Weil sonst ist die Sicht vielleicht geringfügig eingeschränkt, aber nur geringfügig natürlich. So. Tja, der arme Bär, ne? Wisst ihr, was wir noch machen können? Wir können noch schauen. Ja, die Frischheit ist jetzt natürlich beim Teufel. Wir können jetzt noch schauen. Hier kriegen wir auch Fleisch raus. Hier kriegen wir... Was kriegen wir hier? Keine Ahnung. Da unten gibt es gar nichts, oder? Die Tatzen? Da kann ich nichts auswählen. Kommt vielleicht noch, ne? Wird vielleicht noch nachgeliefert, aber hier kriege ich noch Fleisch. Soll ich nochmal? 30 Minuten? Haben wir, oder? Ja komm, was man hat, hat man. Alles klar. Danke, Spiel. So, dann schwuppdiwupp. Mensch, wir hätten noch genug Platz. So, dann. So, nimm auf. Haben wir vielleicht die Bäumchen hier noch weg? Naja, komm. Fallen die schneller? Das sind doch dünne Bäume. Die müssen doch schneller kaputt gehen. Nee, ich glaube, das Spiel berücksichtigt das nicht. Da ist wahrscheinlich jeder Baum gleich von... Na, nee, doch nicht. Da scheint doch nicht jeder Baum gleich zu sein, oder? Wie viele Loks? Eins? Zwei? Zwei. Nee, da ist nicht jeder Baum gleich. Also es wird hier sehr wohl unterschieden. Das ist echt ein dünner Baum hier. Na gut.
Dann halt dünn. Und Klöppel weg, jawoll. Und der auch noch weg. Zack, meins. Gut, also dann wäre das erledigt. Wir hätten wieder ein bisschen was geschafft. Auch wenn es ein bisschen zäh ist, aber macht ja nichts. So, jetzt hoffe ich mal, dass... Man sollte vielleicht auch ein bisschen untertags schlafen, gell? Also Thema Müdigkeit würde wahrscheinlich Sinn machen, weil untertags kommen wahrscheinlich gar keine Banditen. Ich schätze, die kommen immer abends. Aber, na gut, weiß man's. So, also Fleisch rauf, zack. Oh, das Fleisch hier draußen, das man entnommen hat, das baut wesentlich langsamer ab, als das, was im Bär noch drin bleibt, so wie es aussieht. Split one, zack, schwupp, auf geht's. Ne? Sieht fast so aus. So, Waffe in die Hand, fühle ich mich gleich sicherer. Wasser ist fertig, jawohl. Also, raus damit. Läuft, ne? Flaschenpfand. Ja, ja, genau. Das Flaschenpfand. Also, rein mit dem Wasser. Ich glaube, da haben wir jetzt erstmal genug. Ja? Und wir haben ja fast 10 Liter. Okay, wir haben 10 Liter. Das sollte reichen. Eine Zeit lang. Wir haben jetzt hier auch noch ja, gute 3 Liter hier rumliegen. Also da sind wir, glaube ich, jetzt eine gewisse Zeit lang gut versorgt. Ich schätze mal, wenn man dann ja, befreundete NPCs oder ne, wie man das halt so nennt, am Start hat, die werden wahrscheinlich auch Hunger und Durst haben. Die muss man dann vermutlich auch entsprechend versorgen. Da, schau mal hier. Mm. Oh, das sieht ja richtig lecker aus. Oh, mit... Oh. Hm, da würde ich mir jetzt auch gerne mal eins genehmigen, ne? Naja, aber also halbe Stunde reicht wirklich für einen Grillvorgang. Passt. Super. Gut, also, Leute, dann haben wir es für heute geschafft. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein beim Mist Survival. Wir haben wieder ein bisschen was gelernt und ein bisschen was auf die Kette gekriegt. Ja, und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal vielleicht noch mit unserer Wand weiterzimmern können. Und vielleicht... kommt dann auch wieder der ein oder andere Nebel, weil heute war ja keiner da, sehr zu meiner Verwunderung. Also liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.